Ich habe das mal gemacht und die einfache Umsetzung möchte ich Ihnen einmal aufzeigen an meinem Beispiel von meinem Logo. Und dazu werde ich diese PDF-Datei einmal öffnen. Das ist eine PDF-A-Datei. Ich werde jetzt den Status deaktivieren und möchte Ihnen einmal aufzeigen, damit Sie erkennen, das ist eine reine RGB-Datei. Ich habe hier keine CMYK-Daten, sondern das sind alles sRGB-Daten. Das können Sie auch in der Ausgabevorschau hier oben erkennen. Nun habe ich die Colors PDF Toolbox mir angelegt und anhand von dieser Colors PDF Toolbox möchte ich Ihnen einmal aufzeigen, wie ich ein solches Dokument drucktauglich machen kann. Es gibt auch hier zwei, drei verschiedene Wege. Ich zeige mal den einfachen Weg. Und Sie sehen, das ist ein Plugin, was in Acrobat installiert werden kann, diese Colors PDF Toolbox. Es gibt sie aber auch als Standalone-Variante. Ich kann also ohne Acrobat das Gleiche machen. Ich gehe nun auf Farben und ich sage, ich möchte meine RGB-Farben umwandeln. Und wenn es noch Schmuckfarbe hat, möchte ich das auch nach CMYK wandeln. Und ich kann hier vordefinierte Ausgaben wählen. Meine ist jetzt aber nicht mit inbegriffen und aus diesem Grund wähle ich benutzerdefiniert und ich sage jetzt, ich möchte nach PSO Coated File 3, den neuen Standard, und ich sage nun ausführen. Ich gehe mal hin und ich speichere dieses PDF-Dokument mit dem Namen Switchboard am Schluss. Switch. Und zwar in diesem Beispielordner. So. Ich gehe in die Ausgabevorschau und Sie erkennen schon hier oben, die Ausgabebedingung ist PSO Coated V3. Ich schaue mal nach, habe ich CMYK-Daten? Ja, alles CMYK. Sind noch RGB-Daten? Nein. Ich gehe auf alle und ich werde mal jetzt das Schwarz ein- und ausblenden. Und Sie sehen, das Schwarz wurde auch sauber in dieser Konvertierung umgewandelt. Ich möchte nun zum Vergleich einfach mal diese Dokumente schließen und Ihnen die beiden Dokumente nochmals nebeneinander vorführen. Ich öffne diese nochmal, gehe unter Fenster anordnen nebeneinander und ich werde da mal auch den Standard deaktivieren. Und nun können Sie erkennen, die Farben sind umgewandelt worden. Ich sehe hier nochmals, links ist RGB und rechts habe ich CMYK. Nun habe ich mit meinem Atlas und auch mit einem anderen Hilfsmittel, was ich noch zeigen werde, einmal so ein Farben-CD erstellt und Sie sehen, neben HLC-Werten und den LAB, Hex, sRGB habe ich auch PSO-Coated. Ich werde mal hier auf diese Farbe gehen und Sie sehen, diese Werte sind leicht anders als das, was ich eigentlich hier aufgeschrieben habe. Das ist deshalb so, weil ich absolut farbmetrisch die Farben umgerechnet haben wollte, weil das Papier mit einbezogen hätte sein sollen. Und mit dieser Colors-Umwandlung ist es so, dass relativ farbmetrisch zum Tragen kommt und man weiß auch nicht genau, es gibt gewisse Rundungsfehler und so weiter. Aber rein optisch, sage ich mal, habe ich eigentlich das Dokument schon sehr gut hinbekommen aus sRGB mit nur einem Mausklick.